30. Dezember 2023. Herr Polizeihauptkommissar Martin Hallweg, Sprecher der Polizei Berlin, die einen großen Einsatz hat an Silvester. Im Rahmen dieses Einsatzes wurde auch bekannt, dass es ein Versammlungsverbot gibt für morgen, 31. Dezember und 1. Januar 2024. Können Sie bitte sagen, welche Versammlung verboten wurde und warum? Die Versammlungsfreiheit ist eines unserer höchsten Rechtsgüter in unserem Land. Jede und jeder hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen in der Öffentlichkeit zu versammeln. Zu jeder Versammlungsanzeige prüft die Polizei Berlin als zuständige Versammlungsbehörde, ob von einer Versammlung, von einer Veranstaltung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. So auch hier in diesem Fall. Wir haben im Rahmen einer Einzelfallprüfung erwogen und geprüft und festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass von dieser Versammlung Gewalt ausgeübt wird, dass zu judenfeindlichen bzw. israelfeindlichen Aktionen aufgerufen wird, dass juden- und israelfeindliche Parolen gerufen werden und dass Gewalt verherrlicht wird. Genau. No celebration during genocide. Das ist der Titel der verbotenen Versammlung. Und sie hätte von 22.30 Uhr bis 1 Uhr vom Richardplatz in Neukölln über die Sonnenallee zum Hermannplatz führen sollen und dementsprechend durch eine Pyroverbotszone, die per Allgemeinverfügung der Polizei Berlin festgelegt wurde. Und da wäre meine Frage, hat es im Kooperationsgespräch, das es ja gegeben hat, laut Aussage von erster Kriminalhauptkommissarin Anja Dürschke, hat es da ein Gespräch gegeben mit der Anmelderin über die Demo-Route, um sich zu einigen, mit dem Ziel sich zu einigen? Genau diese Versammlung ist von der Versammlungsbehörde, also sprich von der Polizei Berlin, auch entsprechend geprüft worden. Wir haben mit der anzeigenden Person entsprechende Kooperationsgespräche geführt. Wir haben dabei sogar versucht, Alternativrouten vorzuschlagen, beziehungsweise haben die vorgeschlagen. Die sind gänzlich abgelehnt worden. Die versammlungsanzeigende Person hat darauf bestanden, diese Route laufen zu wollen. Die Gefahr bei dieser Route besteht, dass sie eben direkt durch eine Pyroverbotszone geht. Und die Gefahr besteht bzw. nicht ausgeschlossen werden kann, dass Teilnehmende dieser Versammlung Pyroartikel, pyrotechnische Erzeugnisse in diese Verbotszone mit hineinbringen. Und verstehe ich Sie so richtig, was ja auch schon in den sozialen Medien verlautbart wurde, dass die anmeldende Person nicht einverstanden war mit der von der Versammlungsbehörde Berlin vorgeschlagenen alternativen Route durch Neukölln? Um die Pyroverbotszone herum, um es konkret auszusprechen. Wir haben hierzu eine Alternativroute vorgeschlagen, die eben nicht durch die Pyroverbotszone geführt hätte. Diese Route ist abgelehnt worden, sodass uns letztendlich nichts anderes übrig blieb, als diese Versammlung zu verbieten. Darf ich fragen, ob Medienberichte zutreffend sind, dass die Alternativroute auch zum Alexanderplatz geführt hätte? Oder gehe ich da jetzt zu sehr ins Detail? Zu den einzelnen Vorschlägen unsererseits können wir hier im Rahmen eines Interviews jetzt keine Stellung nehmen. Das fällt Tatsache letztendlich unter den Bereich des Datenschutzes. Aber wie gesagt, sie hätte an der Pyroverbotszone vorbeigeführt. Gut, die Problematik ist mir auch völlig einleuchtend, dass es schwierig ist, einen Aufzug direkt durch die Pyroverbotszone zu bringen in dieser Silvesternacht. Hatte jetzt das Verbot, war der Auslöser des Verbots eben die Tatsache, dass man sich nicht auf eine alternative Route außerhalb der Pyroverbotszone geeinigt hat oder dass eben antisemitische, israelfeindliche, judenfeindliche Straftaten sehr wohl zu erwarten sind bei dieser Versammlung, wenn sie stattgefunden hätte? Ein Verbot ist natürlich immer die Ultima Ratio, also sprich das letzte Mittel der Polizei Berlin. Im Vorfeld versuchen wir eben mit Auflagen, mit Beschränkungen zu arbeiten, um gegebenenfalls Straftaten zu verhindern und bestimmtes Verhalten von vornherein zu sanktionieren. Die Route, die eben noch vorgeschlagen war, führte zudem mit dazu. Das heißt also letztendlich die Befürchtungen der Polizei Berlin, dass es eben zu Gewaltstraftaten innerhalb des Aufzuges oder aus dem Aufzug heraus kommt, dass es zu Parolen, zu israelfeindlichen, judenfeindlichen Parolen kommt. Das ist ein Punkt. Der weitere Punkt ist eben der Punkt, dass die Route durch diese Pyroverbotszone geführt hätte. Wir also zudem hätten noch befürchten müssen, dass Personen pyrotechnische Erzeugnisse in die Zone mit hineinbringen. Das hätte kaum dementsprechend im vollen Umfang zumindest verhindert werden können, sodass wir uns entschlossen hatten, eine Alternativroute vorzuschlagen. Diese Route und zudem, wie gesagt, die
Auflagen und Beschränkungen war eben leider nicht möglich seitens der Anzeigenden, sodass uns letztendlich Tatsache nichts anderes übrig blieb, als diese Versammlung zu verbieten. Die Polizei Berlin hat ja, wie auch bekannt ist, in den letzten Tagen Razzien durchgeführt, auch bei Personen, die man dem extremistischen pro-palästinensischen Spektrum zurechnen könnte. Und da wurden ja Feuerwerke gefunden, die zum Teil auch nicht legal sind. Ne? Das heißt, das ist vielleicht auch eine Erwägung gewesen, dass in dieser Szene solche auch nicht legalen Feuerwerke, Pyrotechnik wohl vorhanden sind. Es wurden in den vergangenen Tagen mehrere Einsätze durchgeführt, insbesondere auch Durchsuchungen, wobei eben verschiedene pyrotechnische Erzeugnisse festgestellt wurden, unter anderem auch Kugelbomben. In einem Fall besteht sogar, wie gesagt, die Möglichkeit, dass sich Personen der pro-palästinensischen Szene über diese Personen hätten versorgen können. Das konnte jetzt im Nachgang oder beziehungsweise im Vorfeld dann dementsprechend durch die Maßnahmen der Polizei Berlin verhindert werden. Es findet allerdings auch eine Versammlung statt, die überhaupt nicht untersagt wurde, und zwar von 13 Uhr bis 17.30 Uhr mit dem Titel, ich zitiere, kein Silvester, Solidarität mit Palästina, vom Hermannplatz über den Cottbusser Damm zum Oranienplatz. Das heißt, die Polizei Berlin garantiert in dem Fall auch die Versammlungsfreiheit für diese angemeldete Kundgebung. Die Polizei Berlin garantiert für alle Versammlungen die Versammlungsfreiheit, so sie friedlich und ohne Waffen in der Öffentlichkeit stattfinden. Wir haben allein zum Thema Nahostkonflikt über 170 Veranstaltungen und Versammlungen hier in Berlin bislang gehabt. Davon sind gerade mal etwas mehr als 20 verboten worden. Das heißt also, das vielfach vorgebrachte Argument, die Polizei verbiete pauschal Versammlungen zum Thema Nahostkonflikt, zum Pro-Palästina-Konflikt, stimmt so nicht. Im Gegenteil, die meisten Versammlungen werden von uns gewährleistet und durchgeführt, beziehungsweise können durchgeführt werden. So auch eben die von Ihnen erwähnte Versammlung in den Nachmittagsstunden des 31. Dezember. Die Zahl 170 durchgeführte Versammlungen in Berlin zum Thema Nahostkonflikt. Das ist eine Zahl, die eben seit dem 7. Oktober hier in Berlin dementsprechend stattgefunden hat. Nun gibt es noch eine weitere Versammlung zum Thema Nahost. Diese wird von 22.30 Uhr bis 2 Uhr stattfinden, und zwar von der Karl-Marx-Straße ausgehend über den Hermannplatz zum Cottbusser Tor mit dem Titel Solidarität mit Israel, Demonstration mit Fahnenmarsch. Ist das eine Kundgebung bzw. ein Aufzug, der wie angemeldet stattfinden kann? Auch diese Versammlung bzw. dieser Aufzug wird nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen ganz normal regulär stattfinden. Das ist ja vom Titel der Versammlung her ein eindeutig pro-israelisch ausgerichteter Aufzug mit Fahnenmarsch. Wie würden Sie das denn einschätzen im Vorfeld, wenn also jetzt eine noch unbekannte Anzahl von Personen mit, wie angekündigt, israelischen Fahnen durch ja, das Herz von Neukölln ziehen? Das ist ja die Karl-Marx-Straße, der Hermannplatz, oder durch das Herz von Kreuzberg, Cottbusser Damm. Und in einem Umfeld, in dem viele Menschen auf der Straße sind, in dem es unübersichtlich ist. Es kann ja auch mal Silvester, wenn viele Zehntausende Menschen dort auf der Straße sind, in Neukölln, in Kreuzberg, kann es ja auch mal unübersichtlich werden. Es wird viel Pyrotechnik erwartet, die gezündet wird außerhalb der Pyroverbotszone. Und die Karl-Marx-Straße, der Hermannplatz sind ja außerhalb der Pyroverbotszone. Ja, wie würden Sie das einschätzen im Vorfeld, wenn eben Menschen mit israelischer Fahne dort nach 22.30 Uhr, wo es sehr voll ist, ja durch ein Straßenbild gehen, in dem sehr viel Pyrotechnik gezündet wird? Verstehen Sie meinen Hintergrund der Frage? Dass wir eine emotionalisierte Stimmung seit dem 7. Oktober in Berlin haben, insbesondere in bestimmten Stadtteilen dieser Stadt, also letztendlich die eben davon besonders betroffen sind. Das heißt, wo Personen leben, die Angehörige in Israel, die Angehörige in Palästina haben. Das ist letztendlich entsprechend auch Tatsache. Das wird auch von unseren Einsatzkräften festgestellt. Das ist letztendlich auch in die Gefährdungsbewertung, insbesondere auch zu Silvester, mit eingeflossen. Aber auch unter diesen Umständen werden wir diese Versammlung gewährleisten. Ich spreche jetzt mal ganz offen. Ich mache mir Sorgen um die Teilnehmer dieser Versammlung, wenn da jemand mit Israel-Fahne über die Karl-Marx-Straße, über den Hermannplatz läuft, zwischen 22.30 Uhr und 2 Uhr. Und dort sind auch mehrstöckige Häuser, die haben Fenster, die haben Balkone. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass jemand, der das anders sieht,
Pyrotechnik auch auf so einen Teilnehmer hinabwerfen könnte. Das ist, glaube ich, ein durchaus realistisches Szenario. Die Einsatzkräfte sind entsprechend sensibilisiert und darauf vorbereitet, eben auch gerade auf solche Szenarien und treffen dann auch entsprechend die erforderlichen Maßnahmen. Ich erinnere mich, wenn ich das noch sagen darf, an die Demo in Kreuzberg, als eine Person, das ist ja überall in der Presse gewesen, eine Israel-Fahne vom Balkon gezeigt hat. Und dann sind Menschen in die Wohnung gestürmt oder an die Wohnungstür gestürmt, desjenigen, ne, und haben den bedroht und angeschrien und gegen die Tür geschlagen, gegen die Tür getreten. Also da ist ja ein gewisses potenzielles Aggressionsverhalten da bei einigen Teilnehmern, nicht bei allen. Sie haben ja sicherlich recht, wenn Sie sagen, dass die überwiegende Mehrheit dieser Teilnehmer friedlich ist. Aber man sieht halt an diesem jüngsten Beispiel aus Kreuzberg mit der Israel-Fahne am Balkon, dass es auch mal schnell gefährlich werden kann. Und wenn eben Menschen an Silvester von 22:30 Uhr bis 2 Uhr nachts durch die geschilderte Aufzugstrecke gehen, mit Israel fahren, wie will denn die Polizei, auch wenn ich Ihnen glaube, dass die Polizei vorbereitet ist und dass die Polizei sich auf Gefährdungen einstellt, wie will die Polizei denn verhindern, dass jemand eben das Fenster öffnet und vielleicht, ich sage jetzt mal, das schlimmste Szenario, eine Kugelbombe auf jemanden wirft, der da unten auf der Karl-Marx-Straße mit einer Israel-Fahne an diesem Aufzug teilnimmt. Ereignisse, insbesondere aus der Vergangenheit oder jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, seit dem 7. Oktober, fließen natürlich in die Gefährdungsbewertung auch zu öffentlichen Versammlungen mit ein, sodass wir uns entsprechend darauf vorbereiten und die entsprechenden Maßnahmen treffen können. Aber Sie können jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, merke ich schon. Okay, dann noch zum Abschluss. Meiner Recherche nach wurde die Versammlung, die jetzt untersagt wurde, vorher angemeldet, bevor der Fahnenmarsch Solidarität mit Israel angemeldet wurde. Also das ist jetzt einfach mein Kenntnisstand vom Ablauf des Anzeigens her. Jetzt ist die eine Veranstaltung untersagt worden, wie Sie schon gesagt haben, durchaus aus nachvollziehbaren Gründen, weil antisemitische, israelfeindliche, judenfeindliche Straftaten anzunehmen sind. Allerdings verstehen Sie, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, dass beide Aufzüge zur gleichen Zeit hätten stattfinden sollen, nämlich zwischen 22:30 Uhr und 1 Uhr, beziehungsweise bis 2 Uhr, und ortsgleich auch hätten stattfinden sollen, nämlich beide waren angemeldet für die Karl-Marx-Straße und für den Hermannplatz. Hätte das, wenn die eine Versammlung jetzt nicht verboten worden wäre, eh zu einer schwierigen Situation vor Ort geführt, dass eben zeitgleich und ortgleich zwei gegensätzlich ausgerichtete Versammlungen angezeigt wurden? Dass wir Versammlungen haben, zu denen auch entsprechende Gegenversammlungen angezeigt werden. Und das ist hier zum Beispiel auch der Fall, dass wir zu der jetzt verbotenen Versammlung eben auch entsprechende Gegenversammlungen angezeigt bekommen haben. Das ist in Berlin jetzt kein Einzelfall, das ist auch für die Einsatzkräfte nicht neu. Auch in der Vergangenheit hatten wir immer wieder diese Fälle, dass wir zwei völlig verschiedene Gruppen, auch in den Meinungen und in dem Auftreten völlig untereinander sich unterschieden, eben voneinander trennen mussten und auch die Einsatzkräfte sind dementsprechend dann vorbereitet und wären auch dieser Herausforderung gewachsen. Aber Sie bestätigen meinen Kenntnisstand, dass die Versammlung Fahnenmarsch Solidarität mit Israel als Reaktion auf die jetzt inzwischen verbotene Versammlung angemeldet wurde. Die von Ihnen erwähnte Versammlung ist als solche, beziehungsweise nach unserer Einschätzung, als Gegenversammlung angezeigt worden. Und sie ist nach wie vor angezeigt. Der Anmelder, die anmeldende Person hat sie nicht zurückgenommen, nachdem jetzt das Verbot bekannt wurde. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hat die anzeigende Person diese Versammlung nicht zurückgezogen. Das heißt, sie wird stattfinden. Aber vielleicht eine allerletzte Frage. Haben Sie denn mit der anmeldenden Person auch ein Kooperationsgespräch geführt und vielleicht auch sensibilisiert für die Herausforderungen, für den Einsatz, diese Wegstrecke zu diesem Zeitpunkt mit diesem Konzept durchzuführen? Wie zu jeder anderen Versammlungsanzeige wurden auch hier in dem Fall Kooperationsgespräche mit der anzeigenden Person geführt und die dann dementsprechend das Ergebnis hatten, dass für diese Versammlung so auch gewährleistet werden. Okay, und also die Wegstrecke bleibt so bestehen von der Karl-Marx-Straße über den Hermannplatz zum Cottbusser Tor. Nach jetzigem Kenntnisstand bleibt so die Anzeige, auch wie entsprechend mit den Kooperationsgesprächen oder als Ergebnis der Kooperationsgespräche auch bestehen.
dann wünsche ich allen Versammlungsteilnehmern, allen Polizeibeamten und allen Menschen in Berlin ein friedliches Silvester. Vielen Dank.